ich bin Elke Halsberger, ich wohne in Bad Gereichelbach seit 24 Jahren. Ehrenamtliche Theaterarbeit, vorwiegend mit Jugendlichen. Also was ich am Theater alles mache, ist ja vorwiegend Regie. Und dann gehört ja zum Theater Bühnenbau dazu, Kostüme, Requisiten. Es macht sehr viel Spaß und vor allem meinen Jugendlichen macht das Spaß. Es ist wie eine große Familie. Es wird auch immer gesagt, unsere Theaterfamilie. Die Kinder lernen von den Erwachsenen, und aber auch die Erwachsenen lernen von den Kindern. Das ist ganz spannend. Theaterunterricht beinhaltet ja auch eine ganze Menge. Es sind nicht nur, dass sie auf der Bühne stehen, sondern es gibt ja auch Hintergründe. Sie müssen ja Kulissen entwerfen, das Bühnenbild, wo sie drin spielen wollen. Sie müssen sagen, welche Kostüme man dazu anziehen kann. Das Schönste für mich ist, dass Jugendliche sich entwickeln. Theaterarbeit ist für Jugendliche unglaublich wertvoll, weil sie es sich selbstbewusst macht und ihr für das Leben also stabil macht. Jugendliche haben sich also so entwickelt, dass sie nach einem halben Jahr zum Beispiel plötzlich auf der Bühne stehen und was sagen, dass sie selbstbewusst sind. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher in jungen Jahren erlebt hätte. Ich glaube, dann wäre in meinem Leben vieles anders gelaufen. Es fällt mir heute noch schwer vor, irgendjemanden so zu reden. Ja, dazu muss ich mich zwingen. Und darum hätte ich mir gewünscht, dass ich Theater hätte machen können. Und das möchte ich jetzt weitergeben, ja. Eigentlich müsste ich jetzt aufhören. Ich bin zu alt. Aber ich halte noch nicht auf, ich kann das noch nicht. Ich lebe da drin, ja. Und ich weiß gar nicht, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, das ist unglaublich. Das ist ein Märchenbuch. Es kommt mir so vor, als ob ich es mein ganzes Leben gemacht habe.